Mare humanum est. Irren ist menschlich. Die Geschichte der Menschheit ist auch eine Geschichte von sonderbaren Missverständnissen, gnadenlosen Fehlschüssen und fatalen Trugschlüssen. Vom kleinen Lapsus bis zum großen Patzer. Der Mensch ist vor keinem Denkfehler gefeit. Zeit, die größten Irrtümer der Geschichte ins rechte Licht zu rücken. Auf Platz 10, Christoph Kolumbus. Der war nicht, wie viele glauben, Spanier, sondern Italiener. Und damit ist der erste Irrtum schon mal ausgeräumt. Viel weiß man nicht über den Sohn eines einfachen Wollwebers. Nicht mal sein genaues Geburtsdatum. Angeblich kommt er 1451 in Genua zur Welt. Sicher ist jedoch, die Seefahrt ist seine Leidenschaft. Und er ein Fan von Asien. Dort gibt's unfassbare Reichtümer zu holen, glaubt Kolumbus. Kein Wunder, dass er scharf darauf ist, Indien auf dem Seeweg zu finden. Dummerweise ist seine mathematische Begabung nicht sonderlich ausgeprägt. Entfernungen berechnet er gerne mal falsch. Mit dem Schiff von Europa nach Indien in nur 2 Wochen? Das glaubt Kolumbus erstmal niemand. Bei den mächtigen Seenationen blitzt er mit seiner Idee ab. Wie die Portugiesen interessiert sich auch das spanische Königshaus zunächst nicht für die Berechnungen des verrückten Italieners. Doch Königin Isabella, machtgierig und hungrig nach Reichtum, findet an Kolumbus' Plan Gefallen. Das versprochene Gold aus Indien würde Spaniens Macht festigen und Isabella zur Göttin Europas aufsteigen lassen. Am 3. August 1492 schickt sie Kolumbus los. Seine schlagkräftige Crew besteht aus ahnungslosen Analphabeten, windigen Viehhirten und skrupellosen Mördern. Kolumbus sticht also mit der Crème de la Crème der Unterschicht in See. Ausgerechnet sie soll ihm seinen Lebenstraum verwirklichen. Na gute Nacht. Dieser Segeltörn musste ja schiefgehen. Kolumbus hat keinen Schimmer, dass er nicht ins indische Schlaraffenland unterwegs ist, wo er Gold und Gewürze im Überfluss vermutet. Sein Indien heißt in Wahrheit Bahamas. Und was Kolumbus entdeckt, ist Amerika und nicht den asiatischen Kontinent. Ein Irrtum, der ihn aber überhaupt nicht interessiert. Seinen Fehler begreift er noch nicht mal, als er auf den Inseln auf wilde Einheimische stößt, statt auf gewiefte Händler. Denen kommt der italienische Kerl reichlich spanisch vor. Trotzdem behauptet Kolumbus steif und fest, in Indien gewesen zu sein. Selbst als Vasco da Gama 1498 den richtigen Seeweg findet, bleibt Kolumbus stur. Er hat Indien entdeckt. Basta. Ein anderer Italiener erkennt, dass es sich bei Kolumbus' Entdeckung um einen neuen Kontinent handelt. Nach Amerigo Vespucci wurde diese Landmasse dann auch benannt und heißt bis heute Amerika. Eigentlich zu viel des Ruhms für ihn. Denn schon 500 Jahre vor Vespucci stürmten die Wikinger unter ihrem Anführer Leif Erikson amerikanischen Boden. Möglicherweise besiedelten aber ohnehin Asiaten als allererste den amerikanischen Kontinent. Und glaubt man Erich von Däniken, trieben sich Außerirdische noch früher in Amerika herum. Wie auch immer, Christoph Kolumbus gilt heute als Entdecker Amerikas, auch wenn er sich Zeit seines Lebens geirrt hat. Bewiesen hat er aber mit seinen Seereisen vor allen Dingen eins. Die Welt ist rund, was uns direkt zu unserem nächsten Irrtum führt. Die Menschen im Mittelalter waren überzeugt, die Erde ist eine Scheibe. Die Gescheitesten waren sie wohl nicht. Kein Wunder.
Die Herrschaften hatten im dunklen Mittelalter was anderes zu tun, als sich über die Form der Erde den Kopf zu zerbrechen. Die konnte ihnen unter den teils widrigen Lebensbedingungen nämlich herzlich egal sein. Es ging schließlich Tag für Tag ums blanke Überleben. Abgesehen davon, so dumm waren unsere Vorfahren gar nicht. Wer meint, dass die Menschen im Mittelalter an eine Erdscheibe geglaubt haben, ist nämlich selber der Dumme. Die Kugelform der Erde war längst bewiesen. Und zwar nicht von irgendwem, sondern von den gelehrten alten Griechen. Vor über 2000 Jahren hatten die auch noch was zu melden. Führend in den Naturwissenschaften hatten die alten Griechen einen ziemlich genauen Plan von dem, was um sie herum geschah. Auch mit der Erklärung dafür hatten sie so gut wie immer recht. Die Erde eine Scheibe? Für die Griechen schon damals undenkbar. Pythagoras war sich sicher, dass die Erde schon allein aus ästhetischen Gründen kugelförmig sein müsse. Platon und Aristoteles beobachteten Schiffe am Horizont und sahen, dass die Erde rund sein muss. Logisch. Doch wie konnte diese Erkenntnis in Vergessenheit geraten? Schuld an der noch heute weit verbreiteten Meinung war ein Schriftsteller. Washington Irving schreibt im 19. Jahrhundert in einer zum Teil fiktiven Biografie über Christoph Kolumbus, dass sich die Menschen im Mittelalter die Erde als Scheibe vorstellten. Das war's? Ein paar Zeilen von einem fantasiebegabten Schreiberling und schon sind die Menschen im Mittelalter als nicht ganz auf der geistigen Höhe abgestempelt. Offensichtlich. Dabei bestehen nur ein paar Geistliche und Kirchenväter im Mittelalter darauf, dass die Erde eine Scheibe ist. Papst Zacharias im 8. Jahrhundert zum Beispiel. Ganz ernst nehmen kann man den aber ohnehin nicht. Schließlich ließ er den Verzehr von Kaninchen verbieten, wegen deren schamlosen Paarungsverhaltens. Abgesehen vom Fortpflanzungsdrang der Kaninchen waren sich damals über einen anderen Fakt alle einig. Die Erde ist Zentrum des Alls. Der nächste Irrtum. Galileo Galilei erkennt im 17. Jahrhundert, dass die Sonne Zentrum von allem ist. Eine große Entdeckung, mit der er sich mächtig Ärger einhandelt. Das würde ja das Weltbild der christlichen Lehre umwerfen, wonach selbstverständlich die Erde Zentrum von allem ist. Geht ja gar nicht. Und was macht man mit solchen Menschen nach alter, katholischer Manier? Richtig. Man nennt sie Ketzer und sperrt sie weg. Und wird am Ende doch zugeben müssen, dass Galileo Galilei mit seinem heliozentrischen Weltbild absolut richtig lag. Erst über 100 Jahre nach seinem Tod gesteht die Kirche ihren Irrtum ein und erkennt Galileis Theorie an. Heute ist sie längst bewiesen. Trotzdem glauben manche immer noch, dass die Erde das unbewegliche Zentrum des Universums ist. Unverbesserliche Besserwisser wird es eben immer geben. Dass sich der gute alte Krösus geirrt haben soll, erscheint völlig abwegig. Als Erfinder des Geldes ist er ein gerissener Geschäftsmann und häuft ein für damalige Verhältnisse unvorstellbares Vermögen an. Das sagt man dem König der Lüde zumindest nach. Aber selbst ein gerissener Manager irrt einmal. Und das alles wegen eines Orakels. Dummerweise gab es damals das weise Orakel Paul noch nicht. Seine Vorhersagequalitäten bei der Fußball-WM 2006 waren echtes Gold wert. Mit Paul wäre die Geschichte 550 vor Christus vielleicht anders verlaufen. Damals überbringen Boten dem lydischen König Krösus schlechte Nachrichten. Sein Reich würde massiv bedroht. Von niemand anderem als den Persern. Die schlugen sich mit Schwert und Reiter in Richtung Westen durch, eroberten ein Gebiet nach dem nächsten und drückten den Lydern gehörig auf die Pelle. Dumm für König Krösus. Sein Herrschaftsbereich wirft ordentlich Kohle ab und das ist allein sein Verdienst.
Er vereinfachte den Handel mit Waren, indem er Münzen prägen ließ. Diese Idee brachte dem Herrscher Macht und Reichtum und niemand sollte ihm das je wieder nehmen. Doch der Mann ist auch ein wenig abergläubisch. Bevor er mit seinen Streitkräften in den Krieg zieht, will er sich die Operation gegen die Perser absichern lassen. Mit dem Orakel von Delphi. Durch Pythia, das ist die reizende Dame, die sich so komisch bewegt, sprechen die Götter, so der damalige Glaube. Und an die Weissagung hält man sich dann auch. Im Falle von Krösus sagen die Götter Folgendes voraus. Wenn er den Fluss Halys überschreitet, wird er ein großes Reich zerstören. Bingo, das findet der Geldheini aus Lydien super. Die großen Perser vernichten, was gibt's Schöneres? Und wie recht das Orakel doch hat. Als Krösus den Halys überschreitet, zerbricht tatsächlich ein großes Reich. Allerdings nicht das der Perser, sondern sein eigenes. In der Politik ist eben vieles eine Frage der Interpretation. Es war ein Rieseneisberg, der 1912 dem Kapitän der Titanic, Edward John Smith, und weiteren 1500 Menschen das Leben kostete. Dabei hieß es damals eigentlich, die Titanic sei unsinkbar. Ein fataler Irrtum. 15 Querschotten sollten verhindern, dass bei einem Unfall das ganze Schiff voll Wasser läuft. Selbst wenn 3, 4 oder 5 Abteile mit Wasser geflutet worden wären, hätte die Titanic noch schwimmen können. Aber das Leben ist leider kein Konjunktiv. Im Nordatlantik sind die Eisberge gewaltig. Sie beschädigen 6 Kammern. Das als unsinkbar geltende Schiff wird Opfer der Fluten. Einige wollen allerdings bis heute nicht wahrhaben, dass die Katastrophe wirklich stattgefunden hat. Für manchen Verschwörungstheoretiker war der Untergang der Titanic nichts anderes als ein groß angelegter Versicherungsbetrug. Gesunken sei nämlich nicht die Titanic, sondern ihr Schwesterschiff Olympic. Die war nur etwas kleiner als die Titanic, ansonsten aber baugleich und ohnehin schon beschädigt. Die Reederei hatte jedoch kein Geld für die Reparatur. Und was macht man dann als schlauer Reeder? Richtig, man verkleidet die Olympic als Titanic und schickt sie mit neuem Namensschild quer über den Atlantik. Der Crash mit dem Eisberg war laut Verschwörungstheoretiker natürlich eingeplant. Der Untergang dementsprechend auch. Sonst wäre es ja kein Versicherungsbetrug. Wir sagen, was für ein Unsinn. Andere sagen, es war kein Versicherungsbetrug, sondern ein geplanter Anschlag. Auf sie, die Reichen an Bord. Darunter waren das Ehepaar Strauss, Inhaber des New Yorker Kaufhauses Macy's, die Familie Guggenheim oder der US-amerikanische Hotelbesitzer John Jacob Astor. Sie sollten aus dem Weg geräumt werden. Und von wem? Natürlich waren es die Deutschen, die aus einem U-Boot einen Torpedo auf das Schiff abgefeuert haben sollen. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn, wie Forscher am Wrack feststellen konnten. Die bizarrste Verschwörungstheorie ist aber ein Pharaonenfluch. Angeblich befand sich an Bord der Titanic eine Mumie, deren magische Kräfte nachgesagt wurden. Genauer handelt es sich dabei um die sterblichen Überreste der altägyptischen Prinzessin Amen-Ra. Das Fräulein hatte die Eigenschaft, Unglück und Tod über die Menschen zu bringen und ist daher verantwortlich für den Untergang der Titanic. Belege für eine Mumie auf dem Schiff gibt es keine. Und der angebliche Fluch der Amen-Ra war ein Hirngespinst des britischen Spiritualisten William Stead. Aber Hand aufs Herz, wie man es dreht und wendet, keine der Verschwörungstheorien halten den gefundenen Beweisen stand. Die Titanic liegt nachweislich auf dem Meeresgrund. Von ihr übrig ist nur die Erinnerung an ein Unglück, das man nicht für möglich gehalten hat. Das Wasser nagt an den Überresten und irgendwann wird das Schiff ganz verschwunden sein.
Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. So steht es in der Bibel geschrieben. Auch, dass Gott nur 7 Tage für sein Großprojekt brauchte. Vorbildliches Baumanagement, Hut ab. Doch wie das bei amtlichen Dokumenten, wie der Heiligen Schrift eben ist, der Teufel steckt immer im Detail. Gott hat am 7. Tag geruht und sein Werk genossen. So wie man das eben macht am Heiligen Sonntag. Also hat er nur 6 Tage gebraucht. Und damit haben wir die erste Mauschelei der Schöpfungsgeschichte beseitigt. Und offenbar hat sich Gott auch etwas zu gut verkauft. Im 19. Jahrhundert wird eine das bislang propagierte und so hübsch überschaubare Weltbild völlig umstürzen. Es ist ein kleiner englischer Junge, der nichts lieber macht, als die Natur zu beobachten. Charles Darwin heißt er, und er wird die christliche Schöpfungsgeschichte komplett auf den Kopf stellen. Ausgerechnet der Junge, der später Theologie studieren wird und den Glauben an Christus verbreiten soll, interessiert sich viel mehr dafür, wie die Welt funktioniert. Mit seinem Bruder experimentiert er nachts heimlich mit chemischen Substanzen. Der Forschergeist wird ihn nie mehr loslassen. Wenn er auch etwas getrübt wird. Als er 1831 eine lange Reise mit der HMS Beagle antritt, kommt er mit dem Leben auf dem Schiff zunächst gar nicht klar. Außerdem plagt ihn die Seekrankheit. Jahrelang wird er an ihr leiden. Die Reise um die Welt hatte er sich vermutlich gemütlicher vorgestellt. Die ständige Übelkeit hält Charles Darwin jedoch nicht davon ab, jeden Winkel zu erkunden. Keine Pflanze, kein Tier, kein Stein ist vor seinem Entdecker Drang sicher. Wie ein Wilder sammelt er 5 Jahre lang Proben. Unzählige Exponate katalogisiert er mit seinem Assistenten. Darwin ekelt sich vor nichts, schreibt alles haarklein auf und ist ganz hin und weg von seiner ausufernden Sammlung der Natur. Damit wird er, zurück in England, zum Liebling der feinen Gesellschaft. Seine Reiseerzählungen füllen ganze Abende. Die exotischen Mitbringsel reißen alle vom Hocker. Darwins Fans bejubeln seine Vorträge. Aus dem einst wissbegierigen Jungen wird ein Superstar der Wissenschaft. Der Vogelkundler John Gould gibt ihm aber einen Hinweis, der Darwins Leben entscheidend verändern sollte. Er untersucht mitgebrachte Galapagos-Finken und findet heraus, dass diese Vögel je nach Abstammungsinsel unterschiedliche Merkmale aufweisen. Darwins Schluss? Arten können sich verändern. Nur wie? Die Antwort gibt ihm eine Theorie von Thomas R. Malthus. Der ist der Meinung, dass die Weltbevölkerung exponentiell anwächst, während die Nahrungsmittelproduktion nur linear ansteigt. Ein Kampf um Ressourcen würde entstehen. Peng! Diese Theorie ließe sich auch auf die Gesetze von Arten anwenden, denkt sich Darwin. Ein Konkurrenzkampf würde bedeuten, dass sich vorteilhafte Arten durchsetzen und sich auch zu ihrem Vorteil verändern. Er nennt seine Theorie natürliche Selektion und veröffentlicht sie 1859 mit der knackigen Erkenntnis, Mensch und Tier stammen von einer Art ab. Und schon wieder macht es Peng. Die christlichen Gelehrten sind auf 180. Logisch. Wer hört schon gern, dass er vom Affen abstammt und nicht von Gott erschaffen wurde? Darwin wird als Ketzer verschrien. Und das ist schon der nächste Irrtum. Bisher konnte seine Theorie niemand widerlegen. Also fast niemand. Denn die Kirche fand auf Darwins Theorie sehr wohl eine Antwort. Die Evolution könne auch von Gottes Hand geschehen sein. Der Beweis dafür steht jedoch noch aus.
Fliegen, der alte Menschheitstraum. Oft probiert und oft gescheitert. Und manch einer hielt einen fliegenden Menschen für totalen Irrsinn. Der irische Physiker William Thomson behauptet 1895, schwerer als Luft? Solche Flugmaschinen sind unmöglich. Dabei hätte es der Präsident der englischen Akademie der Wissenschaften und Erfinder der Kelvin-Temperaturskala wirklich besser wissen können. Als Naturwissenschaftler müsste ihm eigentlich aufgefallen sein, dass selbst Vögel schwerer als Luft sind und trotzdem fliegen. Biologie war aber nicht sein Spezialgebiet. Ihm sei verziehen. Die physikalischen Eigenschaften von heißer Luft hätten ihm aber geläufig sein müssen. Vor allem, weil bereits 1793 der erste Heißluftballon ungeniert am Himmel schwebte. Leonardo da Vinci war da weniger begriffsstutzig. Er verstand schon 400 Jahre vorher die Grundzüge des Fliegens. Und Otto Lilienthal setzt die Ende des 19. Jahrhunderts in die Tat um. Erst segelt er nur 25, ein paar Jahre später schon 250 Meter. Das war im Übrigen noch zu Lebzeiten von William Thomson. Die Gebrüder Wright widerlegen die Auffassung von Thomson dann völlig. Am Strand von Kitty Hawk setzen sie 1903 das in die Tat um, was oft bezweifelt wurde. Sie bringen eine Maschine, die schwerer ist als Luft, zum Fliegen. Samt Seiten, Höhen und Querruder. Es ist der erste gesteuerte Motorflug der Welt. Und viele andere folgen dem Vorbild der fliegenden Brüder. Der in Frankreich lebende Brasilianer Alberto Santos Dumont schießt 1909 mit seiner Demoiselle rasant durch die Lüfte. Die Konstruktion bringt in der Spitze 110 Kilometer pro Stunde auf den Tacho. Die flotte Kiste wird zum ersten in Serie gebauten Sportflugzeug der Welt und das bei satten 143 Kilo Fluggewicht. Zum Glück muss sich William Thomson für seine Aussage nicht mehr lange in Grund und Boden schämen. Er stirbt 1907. Drei Jahrzehnte später erobert der erste Düsenjet den Himmel. Und heute sind diese komischen Maschinen, schwerer als Luft und trotzdem flugfähig, tatsächlich gang und gäbe. Verrückt. Was hat sich der Neurologe Paul Julius Möbius nur dabei gedacht, als er im Jahr 1900 seine Schrift über den physiologischen Schwachsinn des Weibes veröffentlichte? Vermutlich nicht viel. Er befand, dass Männer ja viel besser denken können als Frauen. Übermäßige Hirntätigkeit mache die Frau krank und führe sie schnurstracks in den Schwachsinn. Der Grund? Frauen haben weniger Gehirnmasse, damit weniger Leitungen und seien deshalb dumm. Möbius hätte sich besser um seine eigenen Leitungen kümmern sollen. Aber woher kommt diese Denke ursprünglich? Na klar, aus dem Paradies. Nur weil sich Eva von der Schlange im Garten Eden überreden ließ, von der Frucht vom Baum der Erkenntnis zu naschen, werden Frauen noch heute als das dumme Geschlecht hingestellt. Dabei vergisst man aber eins. Wie blöd war eigentlich Adam? Immerhin hat er sich von Eva die Frucht andrehen lassen. Fragt sich also, wer nun der Dumme ist. Nach theologischer Lehre natürlich Eva. Sie bildet den Grundstein für das biblische Frauenbild und den daraus abgeleiteten Gedanken, die Frau sei dem Manne untergeordnet. Dabei gibt es in der Geschichte einige Damen, von denen sich die Männer eine Scheibe hätten abschneiden können. Da wäre Maria, die Mutter Jesu, populär, verehrt und die unbefleckte Nummer 1 der Christenheit. Das soll ja immer einer nachmachen. Nicht weniger göttlich war sie, Kleopatra. Herrscherin über eines der mächtigsten Reiche der Menschheitsgeschichte und schlau obendrein. Sie konnte mindestens 8 Sprachen, bestieg im Alter von 18 Jahren den Pharaonenthron und wickelte die beiden größten Römer ihrer Zeit, Cäsar und Antonius, um den Finger. Also doof war die nicht. Genauso wenig wie Hildegard von Bingen.
Die berühmteste deutsche Klosterschwester schreibt im 12. Jahrhundert ein umfassendes Werk über Heilpflanzen, praktiziert als frühe Medizinerin im Kloster und bietet dem Klerus die Stirn. Sie setzt sich sogar gegen eine versammelte Mannschaft von Bischöfen beim Papst durch und macht sich beruflich selbstständig mit einem eigenen Kloster. Eine Chefin im 12. Jahrhundert in göttlicher Mission? Das hat die Welt nur einmal gesehen. In Frankreich ist es Johanna von Orléans, die den Männern die Waden nach vorne richtet. Da muss erst eine Jungfrau aus dem Eichenwald kommen, damit die französische Armee weiß, wie der Hase läuft. Es ist Jeanne d'Arc, die die britischen Besatzer in die Flucht schlägt und dem unfähigen Dauphin den Weg auf den Thron ebnet. Und nur weil König Karl VII. Keine Eier in der Hose hat, wird sie an die Briten verscherbelt und schließlich als Ketzerin hingerichtet. Das hätte sich Elisabeth I. von England nicht gefallen lassen. Sie allein legt den Grundstein für das spätere Empire. Meine Herren, es wird ein neuer Wind in London wehen. Als sie Königin von England wird, liegt ihre Heimat politisch und wirtschaftlich am Boden. Elisabeth I. macht kurzen Prozess. Sie beendet den Krieg, unterstellt die Kirche wieder der englischen Krone und baut die Marine zur Seemacht aus. Mit dem Freibeuter Francis Drake fädelt sie einen lukrativen Coup ein. Er darf andere Länder, Schiffe und Häfen überfallen und genießt den Schutz der englischen Krone. Vorausgesetzt, er gibt einen saftigen Teil seiner Beute ab. Drake willigt ein und nicht nur er, sondern ganz England profitiert von der royal geförderten Piraterie. England steht damit auf finanziell soliden Beinen, drängt die Weltmacht Spanien zurück und spielt als Global Player künftig eine Hauptrolle. Und das alles nur wegen der guten Elisabeth. Nach ihr ist sogar eine Epoche benannt. Das elisabethanische Zeitalter. Und was wären die Russen heute, hätte es Katharina die Große nicht gegeben. Erst durch ihre Politik wird das russische Zarenreich zu einer europäischen Großmacht. Den Beinamen die Große hat sie sich redlich verdient. Und die Liste schlauer und mächtiger Frauen an der Spitze von Staaten ist noch viel länger. Königin Isabella von Spanien, Luise von Preußen, Königin Margarete von Dänemark oder Queen Elizabeth. Nicht zu vergessen, Königin Angie von Schland, von wegen dumm. Noch Fragen? Da hat sich aber mal einer ordentlich blamiert. Kaiser Wilhelm II., letzter royaler Machthaber über das Deutsche Reich, hält während seiner Amtszeit von einer Erfindung gar nicht viel. Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung, sagt er und hakt die Innovation ab. Doch damit setzt er aufs falsche Pferd. Oh Lord! Was Karl Benz im Jahr des Amtsantritts von Wilhelm II. 1888 entwirft, wird das Verkehrswesen revolutionieren. Jahre hat er wie irre getüftelt, um das erste Pferd auf Rädern herzustellen. Ein einzylinder Viertaktmotor und eine Art Kutsche sind die Zutaten für das erste Automobil der Welt. Es ist der ganze Stolz des erfindungsreichen Tüftlers. Finanziert von seiner gut betuchten Frau Bertha. Sie ist von dem motorisierten Gespann so überzeugt, dass sie es kaum erwarten kann, mit dem neuartigen Gefährt durch die Gegend zu gondeln. Mehr als gondeln ist mit dem windschnittigen Cabrio der ersten Stunde ohnehin nicht drin. Mit 0,75 PS fährt das erste Automobil der Welt in der Spitze ganze 16 Kilometer pro Stunde. Vollgummireifen sorgen für Fahrspaß und Komfort. Es ist die Geburtsstunde des automobilen Zeitalters. Zwar sind die ersten Autos noch ziemlich holprig unterwegs, doch der Mensch erkennt schnell, mit Autos kann man viel lustigere Dinge anstellen als mit Pferden. Auch wenn man den durchtrainierten Gäulen noch eine Weile hinterherfährt.
Das Auto entwickelt sich ab den 20er Jahren zum Fortbewegungsmittel mit Unterhaltungswert. Autorennen sind Massenspektakel und die Rennfahrer Superstars. Ein eigener Volkswagen für jeden. Das ist Adolf Hitlers Traum. Aber wie wir das von Adolf kennen, seine Versprechungen waren Schall und Rauch. Ich weiß nicht. Der Volkswagen wird erst nach dem Zweiten Weltkrieg zum Auto Nummer 1 in Deutschland und zum Symbol für Made in Germany. Kein Wunder. Im Gegensatz zu anderen Autos beweist der Volkswagen immer wieder seine Standhaftigkeit. Eine deutsche Eiche quasi. Was Benz einst auf die Straße brachte, tritt seinen unaufhaltsamen Siegeszug an. Das Auto erobert die Welt und ist aus dem Alltag bald nicht mehr wegzudenken. Er steht für Lifestyle und wird zum besten Freund des Mannes. Das hätte sich selbst Gottlieb Daimler nicht träumen lassen. Er schätzt um die Jahrhundertwende, dass in Deutschland nie mehr als 1 Million Autos auf den Straßen fahren würden. Ein weiterer Irrtum. 2015 waren 44 Millionen Autos angemeldet. Leicht verschätzt, würden wir sagen. Am 29.01.1933 ist sich der ehemalige Reichskanzler Franz von Papen todsicher. In 2 Monaten haben wir ihn in die Ecke gedrückt, dass er quietscht. Mit ihm meinte Adolf Hitler. Franz von Papen ist damals inbrünstig überzeugt, der Obernazi aus Österreich ist nur ein harmloser Zeitgenosse, der wie seine Vorgänger als Reichskanzler nicht durchhalten würde. Es ist der größte Irrtum in der deutschen Geschichte. Am 25. Oktober 1929 bricht die New Yorker Börse zusammen und stürzt die Welt in eine noch nie dagewesene Krise. Der Schwarze Freitag hinterlässt nicht nur Arbeitslosigkeit und Massenelend, sondern hat massive politische Folgen. Die junge Weimarer Republik in Deutschland steht in der Krise auf wackeligen Beinen. Reichspräsident Paul von Hindenburg kann nur noch über Notverordnungen regieren und die Nationalsozialisten gewinnen immer mehr Anhänger. In dieser Zeit wird Franz von Papen zu einem wichtigen Strippenzieher. Er ist konservativer Politiker, kurze Zeit Reichskanzler und Vertrauter von Hindenburg. Und er verfolgt Anfang Januar 1933 bei einem Geheimtreffen einen Plan. Er will Hitler zähmen, indem er die NSDAP in die Regierung holt. Die Partei hat mittlerweile eine stattliche Macht im Parlament. Doch Hitler ist das nicht genug. Er will Reichskanzler werden. Von Papen schmeckt das überhaupt nicht. Aber momentan ist Kurt Schleicher Kanzler. Derjenige, der Papen selbst aus dem Amt gedrängt hat. Schleicher soll nun Hitler weichen. Ein kühner Plan. In der Villa Ribbentrop kommt es am 22. Januar 1933 deshalb zum Showdown. Hitler und seine Unterhändler feilschen mit Franz von Papen um die Macht im Staate. Das Treffen ist die Geburtsstunde des Dritten Reichs. Hitler soll Deutschland führen, vordergründig. Hindenburg und von Papen verfolgen ein anderes Ziel. Adolf Hitler soll nur eine Art Marionettenkanzler von Hindenburgs Gnaden werden. Ein politischer Grüß Gott August, der nach ein paar Wochen weg vom Fenster ist. Eigentlich so, wie es Franz von Papen selbst erging. Hindenburg ahnt nicht, dass er sich mit Hitler die Pest ins Haus holt. Josef Goebbels notiert am 30. Januar 1933 in seinem Tagebuch: Es ist soweit. Wir sitzen in der Wilhelmstraße. Hitler ist Reichskanzler. Wie im Märchen. Für Goebbels geht ein lang gehegter Traum in Erfüllung. Und auch das Volk steht hinter Hitler. Der Reichskanzler begeistert seine Zuhörer. Vom Marionettenkanzler kann keine Rede sein. Hitler regiert und zieht die Massen hinter sich.
Hindenburg und von Papen öffneten ihm Tür und Tor. Und der Nazi schreitet mit ausladenden Schritten durch sie hindurch. Über Jahre wird ihm niemand mehr politisch Herr werden. Und von Papen? Der wundert sich vermutlich nicht nur einmal, warum sein Plan nicht aufging. Er erlag einem großen Irrtum und schlug damit das dunkelste Zeitalter der deutschen Geschichte auf. Albert Einstein ist ja nicht gerade dafür bekannt, Irrtümern zu erliegen. Er war nachweislich ein ziemlich schlaues Kerlchen. Nobelpreisträger, Supergenie, bedeutendster Physiker aller Zeiten. Erst kürzlich wurde seine Theorie bestätigt, dass Gravitationswellen existieren. Einstein war bereits zu Lebzeiten ein Superstar der Wissenschaften. Doch selbst der Klügste irrt einmal. Und einen Irrtum hat er bitter bereut. Alles beginnt im Jahr 1938. Adolf Hitler sitzt fest im Sattel und plant den Weltkrieg. Hinter verschlossenen Türen passiert aber etwas, was diesen Krieg gefährlicher machen und alles bisher Gesehene in den Schatten stellen würde. Otto Hahn, Lise Meitner und Fritz Strassmann entdecken in Berlin die Kernspaltung und legen damit den Grundstein für die Kernforschung. Sie liefern explosive Erkenntnisse mit verheerenden Auswirkungen. Dabei soll ihre Forschung künftige Energieprobleme lösen. Sie finden heraus, die Kettenreaktion in der Kernspaltung setzt enorme Energie frei. Und das heißt, die Kernspaltung ist eine neue, unerschöpfliche Energiequelle für die Menschheit. Und genau die benötigt sie so dringend. An Waffengewalt denken die Forscher nicht. Die Nazis jedoch schon. Mit der Kraft der Kernspaltung können sie jeden Gegner mit nur einem Schlag ausschalten. Die Entdeckung ihrer Forscher liefert ihnen die ultimative Waffe. Die Atombombe. 1939 wird der erste Uranverein in Nazi-Deutschland gegründet. Die Physiker wollen einen Reaktor bauen. Doch im Heereswaffenamt installiert Hitler eine neue Kernforschungsabteilung. Ihr einziger Zweck? Der Bau der Atombombe. Der ungarische Physiker Leo Szilard ist deshalb in großer Sorge. Er erkennt früh, dass diese Energie für Waffen genutzt werden kann. Er will den amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt warnen. Doch wer würde ihn, den unbekannten ungarischen Physiker in Amerika, schon zu Roosevelt vorlassen? Also holt er sich Schützenhilfe. Albert! Hallo. Ich muss dich sprechen. Albert Einstein soll ihm bei seinem Unterfangen helfen. Von den Nazis selbst nach Amerika geflohen, weiß er um die Gefährlichkeit Hitlers. Und er lässt sich von Leo Szilard überzeugen. Die Amerikaner müssen vor den Machenschaften der Nazis gewarnt werden. Und mit der Empfehlung von Albert Einstein würde Roosevelt Szilard anhören. Einstein unterzeichnet einen Brief an den Präsidenten. Es ist eine folgenschwere Unterschrift. Damit gibt er indirekt den Startschuss für den Bau der Atombombe in den USA. Beteiligt ist der Physiker nicht. Erst kurz vor Fertigstellung der Bombe wird ihm sein Handeln bewusst. Albert, ich bin hier, weil ich etwas gesehen habe, das der Anfang vom Ende der Welt sein kann. Du musst etwas tun. Ich bin doch machtlos. Hör auf, das wird niemand wagen, das dürfen wir nicht können, das ist viel zu groß für uns. Wenn etwas zur Verfügung steht, wird es im Krieg auch eingesetzt. Einstein schreibt einen weiteren Brief an Roosevelt. Darin warnt er vor den Auswirkungen der Atombombe. Der Präsident wird ihn nie lesen. Er stirbt, bevor er den Brief erhält. Der Einsatz der Atombombe ist nun nicht mehr aufzuhalten.
Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs bringen sich Fliegerstaffeln mit der Bombe im Gepäck in Stellung. Im August 1944 wird die erste Atombombe der Welt über Hiroshima abgeworfen. Zehntausende sterben. Weite Landstriche werden verwüstet. Das Atomzeitalter zeigt seine böse Fratze. Und Albert Einstein bereut seine Empfehlung zutiefst. Oje. Das war's. Der Physiker verteufelt den Bombenabwurf. Vor allem verflucht er aber sich selbst, mit seiner Unterschrift zu einer der größten Katastrophen der Menschheitsgeschichte beigetragen zu haben. 1955 sagt er, wenn ich gewusst hätte, dass die Deutschen nicht mit Aussicht auf Erfolg an der Atomwaffe arbeiten, hätte ich nichts für die Bombe getan. Letztlich aber ermöglicht nicht seine Unterschrift, sondern seine physikalischen Forschungsergebnisse den Bau der Atombombe. Einsteins Relativitätstheorie E ist gleich mc² bildet die Basis für die Kernspaltung und damit die Grundlage für die gefährlichste Waffe der Welt. Ich habe mit meiner Formel nach einer Erklärung des Universums gesucht, nach seiner Schönheit. Aber diese Formel hat auch geholfen, den Erdball zerbrechlicher zu machen. In den letzten Jahren seines Lebens werden die Schuldgefühle immer stärker. Er fühlt sich mitschuldig am Grauen von Hiroshima. Einer Vertrauten soll er kurz vor seinem Tod gesagt haben, ja, ich habe auf den Knopf gedrückt. Es war der fatalste Irrtum der Menschheitsgeschichte.